offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. Von Fans für Fans. Hallo und herzlich willkommen. Mittagspause ist fast geschafft. Der Bauch ist voll. Wie war der heutige Tag? Erstmal haben wir jetzt noch 2 Stunden Mittagspause. Und wie der Tag jetzt war, anstrengend. Wir waren im Wald, haben ein paar Berganläufe gemacht. Ist für mich bekanntermaßen jetzt nicht unbedingt eine Lieblingseinheit, aber gut, muss sein. Eduard Geier hat mal gesagt, Spielfreude, die holen wir uns im Wald. Was hat ein Torwart davon? Spielfreude. Was soll ich jetzt sagen? Wie gesagt, also ich habe in meiner aktiven Zeit jetzt noch nie gesagt, dass ich gerne laufen gehe oder gerne in den Wald gehe, aber es hat sich noch kein Trainer von mir überreden lassen, dass ich es nicht machen muss, aber ich weiß, dass es sein muss und dann muss ich halt damit leben. Das ist eine sehr gute Überleitung. Steffen Baumgart hat die letzten Wochen das Torwarttraining übernommen, bedingt durch die Verletzung von Alex Ogrens. Wie macht er sich als Torwarttrainer? Baumi ist ein Typ, mit dem man viel reden kann. Er kommt auch viel zu mir. Wir versuchen das dann in Zusammenarbeit ein bisschen, so ein bisschen Torwartprogramm auszuarbeiten. Alex hat auch ab und zu mal noch was dazu gesagt. Und da macht es eigentlich sehr viel Spaß. Wir haben, denke ich, 2 gute Wochen hinter uns gekriegt. Und der Alex kommt ja jetzt auch irgendwann wieder zurück. Kevin Müller hat letzte Woche nach dem Spiel gesagt, Baumi ist sehr, sehr bemüht, macht das sehr, sehr gut, macht einen guten Job. Jeder weiß, was das heißt, wenn im Zeugnis steht, er ist bemüht. Wie siehst du das? Ja, wie gesagt, also das ist, wir reden oder wir sprechen uns sehr viel ab über das Torwarttraining. Baumi ist ein sehr, wie soll ich sagen, emotionaler Typ natürlich auch auf dem Platz, peitscht uns immer an und wie gesagt, das macht Spaß und ich denke, dass es auch viel gebracht hat. Ist Alex der härtere von beiden? In Bezug aufs Torwarttraining auf alle Fälle. Also, aber in Sachen Fitness, da habt ihr erstmal eine gute Grundlage gelegt. Da kann man ganz gerne mal 2 Wochen mit Steffen Baumgart überstehen. Ja, doch, das haben wir gut hingekriegt mit Baumi. Ja, doch, wir haben ihn auch dazu gezwungen, ein paar Übungen mitzumachen. Von daher hat es ihm auch nicht geschadet. Und jetzt kommt Alex zurück. Und Alex, wie viele wissen und wie man das auch sieht, ist ja auch noch mächtig fit. Da wird es jetzt auch noch mal richtig an die Grundlagen gehen. Gut, heute Nachmittag steht das nächste Training an. Ihr habt noch 2 Stunden Mittagspause. Viel Spaß damit. Dankeschön. Alex Ogrens, herzlich willkommen zurück nach knapp 2-wöchiger Verletzungspause. Wie ist das Wertebefinden? Ja, wie gesagt, ich bin wieder da nach fast 10 Tagen. Ist die OP jetzt her und ist alles super gelaufen. Und ich bin gut froh, dass ich endlich wieder hier in der Kabine rumlaufen kann, die Jungs sehe und ich morgen wieder mit auf den Platz rausgehe und es dann wieder losgeht, Gott sei Dank. Was war das für eine Verletzung und wie ist das passiert? Ja, ich habe mir den Fuß komischerweise irgendwie ganz, ganz doof verdreht und dachte erst, ach komm, da ist nichts und habe noch weiter geschossen und was weiß ich, wie oft aufs Tor. Und dann aber abends, wo das zur Ruhe kam, dann ging das irgendwie los da drin und da wusste ich schon, oh, da ist irgendwas stimmt da nicht. Und am nächsten Tag dann im MRT hat sich's bestätigt, halt, dass da ein bisschen was kaputt war und repariert werden musste. Jetzt hat ja Steffen Baumgart das Torwarttraining übernommen. Gab es da irgendwie telefonischen Kontakt oder irgendwelche Anweisungen oder hat man Steffen Baumgart einfach freie Hand gelassen? Ja, nein, wir haben uns schon im Großen und Ganzen schon abgesprochen und uns zurechtgelegt, wie das abläuft. Aber die ersten Tage ist das sowieso nicht so tragisch, weil da machen die Torhüter auch noch sehr, sehr viel mit im Konditionsbereich, im Athletikbereich, mit der Mannschaft. Von daher war das jetzt in den ersten 10, 14 Tagen nicht ganz so dramatisch. Aber ich denke, dass der Baumi das ganz gut hingekriegt hat, dass er den ordentlich die Eier geschliffen hat. Ja, das müsste man direkt nochmal nachfragen. Also ich habe es eben schon mal kurz angesprochen. Kevin Müller meinte auf die Frage, wie er seine Sache macht. Ja, er ist sehr bemüht, Punkt, Punkt, Punkt. Was heißt das, wenn jemand sehr bemüht ist? Ja gut, das ist in einem Arbeitszeugnis, wenn das da drin steht, dann klingt das wahrscheinlich nicht so gut. Aber ich denke einfach, dass er das mehr im Flachs gemeint hat, dass der Baumi bemüht war. Ich denke, dass der wirklich alles dafür gemacht hat mit Hardy zusammen, dass die Torhüter jetzt eine gute Grundlage haben, so dass, wenn ich morgen wieder rausgehe, dass ich mit denen gleich bei 100% anfangen kann. Das ist schon gut so. Das heißt, morgen sind die Medizinbälle wieder an der Tagesordnung? Ja, alles. Morgen ist auch wieder alles. Kleine Vorbereitung ist alles dabei. Das ganze Athletikprogramm und Bauch, Beine, Po. Ja, da muss man schon ein bisschen was tun, dass es vorangeht mit denen. Vielen Dank. Dankeschön.
Jetzt haben Sie 10 bis 14 Tage das Torwarttraining interimsmäßig von Alex Ogrens übernommen. Wie sind so die gesammelten Eindrücke als Trainer? Ja, nicht nur ich alleine. Wir haben uns ja vorher abgesprochen, was wir machen. Also ganz alleine ist es nicht. Ich habe auch viel mit den Torhütern darüber gesprochen. Also ganz allein wächst nicht alles auf meinen Mist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs machen das gut. Und das ist so ein gegenseitiges Unterstützen. Sie unterstützen mich und ich hoffe, dass sie da auch ein bisschen Spaß bei der Geschichte haben. Die Torhüter selber waren noch voll des Lobes. Das haben sie eben nochmal unterstrichen. Vor allem auch Jörg Hanel und auch Kevin Müller, der gemeint hatte, ja, interessantes Training. Und Steffen Baumgart ist auch sehr bemüht. Was sagen Sie dazu? Ja, bemüht ist so ein Ding, da kannst du auch sagen, fast durchgefallen. Also von der war der, ja, ich bin bemüht, sagen wir mal so. Nein, ich glaube schon, das ist so ein bisschen das, was wir im Moment machen, geht ja wirklich auch in den konditionellen Bereich, in den Bereich. Und da bin ich halt, versuche ich zu unterstützen. Mehr mache ich da auch nicht. Ich will mich da auch nicht als Torwarttrainer nach vorne arbeiten. Aber ich glaube, wichtig ist halt, dass die Zusammenarbeit funktioniert. Ich glaube, das machen sie. Ich glaube, man sieht ihnen auch an, dass sie Spaß haben dabei, trotz der ganzen Anstrengung. Und das ist viel wichtiger. Alex Ogrens ist auch fest davon ausgegangen, dass, ich zitiere das mal, den Torhütern die Eier geschliffen wurden. Er kann also bei 100% anfangen und die Medizinbälle können rausgeholt werden. Ja, die Frage ist halt, ob man bei Torhütern immer die Medizinbälle braucht. Ich glaube, dass die Jungs so schon arbeiten, weil sie sehr intensiv arbeiten. Sie arbeiten ja, sage ich mal, in einer kleineren Gruppe, also viel mehr unter Beobachtung. Und Alex macht viel Kraft und sowas alles, das überlasse ich dann wieder ihm. Aber ich glaube schon, dass wir sehr intensiv gearbeitet haben und das Eierschleifen überlasse ich dann ihnen. Denn es ist immer wichtig, dass wenn ich in die Kabine komme, dass die Jungs auch später noch mit mir reden. Jetzt gibt es ja eine Trainingseinheit, steht ja heute noch an. Gibt es noch ein kleines, wird sich der Kevin Müller nochmal zur Brust genommen? Ja, der wird ein paar Bälle auf die Brust kriegen. Also von der Warte haben wir schon mal gesprochen. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, als Jockel auch immer mein Ansprechpartner, auch als Ältester der ganzen Runde und erfahrenste, dass wir uns da auch wirklich beide immer miteinander absprechen, was geht nicht, was wollen wir machen. Also nicht, was wollen wir machen als Freiwillige, sondern wirklich, was ist wichtig. Und da ist er auch mein Ansprechpartner und die anderen beiden Jungen machen da vernünftig mit. Wir haben auch schon besprochen, was wir heute Nachmittag machen. Und ja, es wird weniger auf die Beine gehen, weil die Jungs doch heute viel vom Mannschaftstraining mitgemacht haben, was heute Morgen war im Wald. Und jetzt machen wir heute wirklich eher was mit Kraft, Ausdauer, aber wirklich Oberkörperbereich und wirklich Technik und sowas versuchen wir dann für uns einzubauen, weil ich glaube, die Intensität der Beine war heute schon sehr, sehr viel. Und das ist immer wichtig, dass man sich dabei drüber auch unterhält, dass man da auch nicht, sagen wir mal, das Ziel, was man hat, aus den Augen verliert. Die Rolle des Torhüters ist immer eine ganz besondere. Gerade auch im Spiel tatsächlich ein kleiner Fehler kann letztendlich wirklich zum Gegentor führen. Denn beim Feldspieler fällt es dann in der Regel dann nicht so auf. Wie wird da gearbeitet? Was sind die Torhüter so für Typen? Torhüter sind alle bekloppt. Aber das müssen sie auch sein, sonst kommst du in dem Job nicht weiter. Also ich habe keinen Torhüter kennengelernt, der in irgendeiner Form normal war. Aber das musst du auch. Du bist ein Einzelkämpfer. Du arbeitest, wenn du arbeitest in einer kleinen Gruppe, wenn ein Ball kommt, ist alles auf dich gerichtet. Das ist halt so, das ist beim Spieler anders. Und deswegen ist der Torwart immer ein ganz besonderer, eine ganz besondere Position, aber auch eben eine ganz besondere Stellung innerhalb einer Mannschaft. Weil mit dem Torwart kann viel fallen und entscheidet sich immer viel. Also eine Mannschaft kann 90 Minuten überragend spielen, ist der Torwart Mist, dann verlierst du. Genauso umgekehrt. Eine Mannschaft kann völlig neben sich stehen, wie gestern bei den Italienern. Und wenn du einen Torwart hast, der ab und zu mal einen Ball hält, dann bist du mit einmal... Hältst du dich lange im Spiel, so wie bei den Engländern, meine ich, und das ist halt so. Also ein Torwart ist für ein Spiel sehr wichtig, aber er hat noch eine ganz wichtige Position innerhalb einer Mannschaft. Wie wichtig ist das Fußballspielen, das richtige Fußballspielen, die Kunst am Ball, das, was diejenigen am Ball können für einen Torhüter heutzutage? Also die Rolle des Torhüters hat sich ja weiterentwickelt. Es ist nicht mehr einfach nur einen Ball zu halten, sondern derjenige muss auch mal anspielbar sein, das Spiel neu eröffnen. Wie hat sich das mittlerweile entwickelt in den letzten Jahren? Ja, man sieht es ja. Man sieht es ja bei Spielern wie Mario Neuer oder wie der Stegen. Also die spielen ja Pässe über 60, 70 Meter, die genau auf den Mann kommen. Also das konnte ich früher als Spieler kaum. Und das können die Torhüter also wirklich aus Bedrängnis, aus vielen Situationen. Also man sieht, dass sich da viel entwickelt hat, was das Mitspielen angeht, was das Organisieren angeht. War es früher auch wichtig, dass man das gemacht hat. Aber das wird heute natürlich immer mehr. Das Spiel wird schneller, die Bälle werden... Ja, schneller ist immer schwierig zu sagen, aber die Flugbahnen haben sich verändert. Die Spieler sind die Spieler haben alle mehr Gardemaß, wo es früher alles 1,60 bis 1,80 war, sind so heute 1,80 bis 2,10 Meter. Also auch da wird es immer schwieriger für die Torhüter. Und von der Warte her entwickelt sich das genauso weiter wie das Fußballspielen selbst. Und deswegen ist umso wichtiger, dass die Jungs gut vorbereitet sind. Gut, dann erstmal vielen Dank für die Einblicke und viel Spaß in den nächsten Wochen. Ich hab's. Danke. Vielen Dank.
Machen wir. Danke. Was? Das kostet 5 Euro aber. Du sprichst, ich filme. Mach schon. Gehst mal ein Stück zurück. 5 Euro kostet es. Das Essen. Das muss mit rein, was bist du alles schon aufgenommen? Ja, es ist mir 5 Euro kostet das Essen. Die Mitarbeiter müssen auch in irgendwas nehmen. Kann ich mit Karte zahlen? Nein. Nicht. Nur Bares ist Wahres. Und 5 Euro sind geschenkt schon fast für das Essen. So. Wie läuft schon? Ich stelle mich jeden Früh, stelle ich mich da hin und schnibbel Gemüse, weißt du? Wo wollen wir denn hin jetzt? Hier. Akku alle. Nee. Hat doch auch ein Mikrofon, das Ding hier. Gehe ich halt ein bisschen näher ran. Das Ding ist voll. Und wie? Wir machen ein schönes Torwart-Feature. Nee, ich habe sonst auch die ganze Mittagspause-Zeit hier rumzustehen, ist kein Problem. Ey, es wird alles aufgenommen, das muss in die Outtakes rein. Sehr gut. Ist schön, wenn man fähige Mitarbeiter hat. Ich sehe keinen. Ach so, meinst du das? Ja. Das ist nach so einer Waldeinheit, wenn man viel gelaufen ist. Es ist schön, wenn man ein bisschen stehen kann. Ist gut für die Waden. Geht los? Läuft schon? Ja. Was ist denn das? Geht los, Männer. Können anfangen. Kannst du da aufnehmen? Nee. Ich will nicht, weißt du, damit man das so... Mann. Wir stellen jetzt die Fragen. Du oder du?